Jo, hallo Freunde, begrüße euch zu einem kleinen Quick-Tipp, zu meiner Tipps und Tricks-Serie. Und zwar wollte ich euch da was zeigen, das kennen Sie sehen alle. Das ist dieser Schnurspanner, den was der Detlef da mal gezeigt hat, Kanal Bushcraft Nature. Verlinke ich euch da oben das Video, wie er die bastelt hat. Das sind optimal, das sind diese 12 mm Rundling aus Buchenholz, was er sich da schön zugeschnitten hat, wo man das wunderbar spannen kann. Gibt es absolut nichts zu motzen, habe ich auch nach wie vor im Einsatz. Ist Bibi Feinst, ich bin damit sehr zufrieden. Und das letzte Mal habe ich da jetzt zufällig was entdeckt. Und ich habe mir gedacht, das könnt ihr vielleicht sagen, dann erspart es euch vielleicht ein bisschen Arbeit. Nämlich, es braucht euch keinen Rundling kaufen und dann die Stickeln überschneiden, sondern schaut mal, was ich da habe. Ich meine, ich werde euch jetzt einmal ein genaueres Bild einblenden, weil viel näher kann ich zur Action kommen nicht hin. Und zwar, das sind Dübeln. Ganz stinknormale Holzdübeln. Und die gibt es mit 40 lang und mit 12 mm Durchmesser. Und diese Dübeln haben noch so Längsrillen. Ich bin noch nicht drauf gekommen, ich habe es jetzt ein bisschen im Einsatz gehabt. Ich habe keinen Unterschied gefunden, ob es besser oder schlecht ist. Sie halten nach wie vor genauso. Ich verlinke euch die ganzen Dübeln natürlich gerne unten in der Beschreibung. Da könnt ihr es fix fertig kaufen. Es macht es dann quasi nur mehr in der Mitte ein Loch rein, wo es die Schnur durchfällt und könnt es alles genauso spannen. Auch diesen habe ich jetzt so ähnlich gebaut wie der Detlef, hat den ein bisschen länger lassen. Ich habe da jetzt auch so eine Nummer, aber im Endeffekt kommt das auf selbe aus. Ob das jetzt kurz ist oder lang ist, das halt genauso. Und ich werde das Ganze jetzt da einmal aufspannen, dass man das einmal sieht, wie das ausschaut. Ich habe da wirklich nur ganz eine kurze Schnurgenummer. Die werde jetzt nur da dazwischen einspannen. Wenn man das macht, wie es eh schon, wie gesagt, schaut euch das an im Video. Ich habe euch das eher schon gezeigt, Video von mir kann ich auch da oben verlinken. Und wir haben da ein Holzerl für nachher zum Spannen. Ich habe zwei Holzerln mit Brusikschlingern, wo ich dann das Tab einhänge. Und eins haben wir da mit einer geknüpft, was man da jetzt gleich fixieren kann. Da geht man einmal herum, zieht da wieder ein Schlauferl durch. Und durch das fahren wir jetzt mit dem, der was schon drauf hängt auf der Leine, und ziehen fest. So, und somit hält es. Jetzt müssen wir da herum wieder so ein kleines Schlauferlein bauen. Das wisst ihr schon, wie man das macht. Gehen wir da um den Baum herum und fahren mit dem Holzerl da wieder durch und spannen da an. Und im Endeffekt haben wir genau dasselbe. Das hält genauso. Da haben wir jetzt zum Verschieben für unser Draht dann zum Spannen. Ist jetzt noch natürlich pro forma. Ich habe jetzt, wollte jetzt keine längere Schnur nehmen. Seht ihr, das halt bombenfest. Wie gesagt, die Schnur war gescheit, wenn die immer spurdünner ist als wie die, dann hält euch das besser, der Brusik. Und ihr seht, das hält genauso und diese Dübeln könnt ihr genauso verwenden. Es braucht euch quasi keinen Rundling kaufen, es braucht nichts zuschneiden. Diese Dübeln sind alle schon die Kanten gebrochen, also eigentlich so wie es braucht. Und ob der jetzt so lang ist oder so kurz, spielt auch keine Rolle. Wir machen das Ganze wieder, den verdrehen wir, der fällt raus, wir ziehen einmal an, der Knopf geht auf, gehen da um, ziehen unser Ding raus und wir können es aufwickeln und das war's. Ja Freunde, seht ihr, ich habe da wirklich nur ganz eine kleine Schnur in der Dünne. War nur für Demonstrationszwecken, aber wenn man das herkriegt. Ich habe natürlich meine lange mit und auch mit den Schlauferln vom Detlef. Ich habe aber noch andere Schnur, die habe ich jetzt auch schon oft probiert. Ich habe es daheim im Garten ein paar Mal angespannt mit meinen Dübeln. Das funktioniert genauso. Also wer sich die Arbeit ersparen will, die anschneiden, die Kanten zu brechen, kauft sich einen Dübel, bohrt in der Mitte ein Loch rein.
Durchmesser, muss ich jetzt schauen, weiß ich nicht, schreibe ich da jetzt woher. Was für ein Bohr, das Bohr habe ich glaube ich 5er, 5er. Na, wie gesagt, ich schreibe euch da her, was für ein Bohr das war. Und dann habt ihr das genauso. Und ich bin mir sicher, seid ihr damit zufrieden. Wie gesagt, das ist, die Idee kommt nach wie vor von Detlef, die ist absolut nicht auf meinem Mist gewachsen. Die Lorbeeren gehören ihm, da braucht man nicht drüber diskutieren. Und ja, in dem Sinn, vielleicht helfen euch die Dübeln ein bisschen was. Ich sage mal wieder danke fürs Zuschauen. Ciao, pfiat euch.